Was gibt es denn? Ich würde gerne die Schule verlassen. Was möchtest du? Ich würde gerne die Schule verlassen. Ich fühle mich ja nicht wohl. Für mich ist die Schule ein Ort, an dem ich Antworten auf meine Fragen bekommen sollte. Und hier habe ich das Gefühl, als müsste ich die Antworten geben auf Fragen, die ich nicht kenne oder die mich nicht interessieren. Aber bloß, weil es dich nicht interessiert, heißt das noch lange nicht, dass wir dir keine Allgemeinbildung vermitteln oder dass Schule nicht wichtig ist. Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Ich meine, wem ist Allgemeinbildung schon nicht wichtig? Aber unserer Gesellschaft fehlt es an Sozialkompetenzen, den Mut zu eigenen Meinungen. Das wird mir in der Schule nicht gelehrt. Hier bekomme ich Stoff, den lerne ich auswendig, gebe ihn dann wieder und danach kann ich ihn wieder vergessen. Jeder bekommt ja das Gleiche vermittelt. Keiner darf mehr seine eigene Meinung zu Themen haben. Natürlich darfst du hier in der Schule deine eigene Meinung haben. Das kann ja schließlich keiner verbieten. Hansi, jetzt hörst du mir mal zu. Ich habe schon gemerkt, dass du deine eigenen Gedanken gemacht hast. Aber glaubst du wirklich, dass du mit dieser Einstellung im Leben weiterkommst? Darf ich etwa nicht meine eigene Meinung und Sicht zur Schule oder zum Schulsystem haben? Ich fülle meinen Kopf mit Fakten, Aussagen und Texten. Aus Büchern, die ich größtenteils nie wieder brauchen werde. Und auf die Frage nach dem Warum konnte ich bisher nie ein Darum erreichen. Denn es gibt kein Darum. Natürlich gibt es das! Ja? Entschuldigung, Herr Direktor. Ja, bitte. Hier die von Ihnen gewünschten Unterlagen. Die verweisen, Sie wissen Bescheid. Ja, vielen Dank. Bitteschön. Ja, sonst noch was? Nein, danke schön. Sie wissen, dass Sie um 4 Uhr... Ja, vielen Dank. Okay. Die Schule vermittelt dir Kompetenzen. Wie zum Beispiel das Kombinieren in der Mathematik. Am Ende deiner Schullaufbahn kannst du mit diesem Wissen und Kompetenzen sämtliche gestellten Aufgaben im Leben lösen. Ja. Und sollte das einmal nicht gelingen, dann hat dich die Schule gelehrt, dass du das nächste Mal besser machen kannst oder dich einfach gründlich darauf vorbereiten musst. Ja, Kompetenzen und Wissen. Gut, dass Sie das ansprechen. Wenn Sie mich am Tag nach dem Mathe-Test fragen, worum es in dem Test ging, dann kann ich Ihnen keine Antwort darauf geben. Nicht etwa, weil ich zu blöd dafür bin, sondern weil es einfach falsch ist, sich Wissen unter Druck aneignen zu müssen. Und die einzige Kompetenz, die mich meine Schullaufbahn bisher gelehrt hat, ist, dass ich mit Auswendiglernen alles erreichen kann. Schule belohnt Fleiß und Intelligenz gleichermaßen. Ich will kreieren. Ich will etwas bewegen. Ich will etwas verändern. Und dazu habe ich hier keine Chance. Die 50er Jahre. Die Nachkriegszeit stand im Zeichen des Wirtschaftswunders. Durch den Ausbau der deutschen Sozialpolitik war die Arbeitslosenquote niedrig. Herr Wirt, die Kehle ist verdorrt. Wir wollen Coca-Cola haben und zwar sofort. Ford Eilfrachter, schnell und wirtschaftlich, robust gebaut. Mühelos, schonend und blütenweiß. Dann wird geschleudert, die Wäsche kommt schon fast trocken heraus und im Nu kann ich bügeln. Schau. Den Leuten ging es einfach prächtig. Doch in den 60er Jahren änderten sich die Zustände. Bewegungen und Streiks wurden immer häufiger abgehalten. Die Arbeitslosenquote stieg an, ebenso die Inflationsrate. Heinrich Lübke wurde zweimal zum Bundespräsidenten gewählt, trotz seines nationalsozialistischen Hintergrunds. Auch die Studentenbewegungen starteten ihre Proteste und sorgten für Aufruhr.
Die Forderungen der Studenten sind mit unseren heutigen vergleichbar. Zeitgemäße Bildung, Chancengleichheit, Digitalisierung, bessere Lernbedingungen. Dann wurde auch noch die erste internationale Vergleichsstudie veröffentlicht, OECD. In Deutschland ging man teilweise von einer sehr guten Bildungspolitik aus. OECD bewies jedoch das Gegenteil. In ihr stand Bildungswesen mangelhaft. Das System war veraltet, den wirtschaftlichen Forderungen nicht mehr gewachsen. Schlechte soziale Bedingungen, ein völlig unzureichendes Vorschulsystem. Schnell mussten Änderungen und wichtige Entscheidungen getroffen werden. Mit Karl Friedrich Erdmann an der Spitze wurde der Deutsche Bildungsrat gegründet. Er sollte dafür sorgen, dass die Probleme aus der Welt geschafft werden. So wurde zwar unter anderem die Prügelstrafe abgeschafft, aber seit fast 50 Jahren kaum mehr etwas verbessert. Bis heute. Damals, als das Gymnasium noch länger war, war es wenigstens noch etwas wert. Ich bin kein Fan gewesen von der Einführung von G8, aus mehreren Gründen. Denn ich glaube nicht, dass man Bildung dadurch besser macht, indem man sie verkürzt in der Zeit. Das ist Jimmy Schulz. Er war Bundestagsabgeordneter, bis 2013 seine Partei aus dem Parlament gewählt wurde. Er ist außerdem Internetaktivist mit dem Verein Load und Unternehmer. Ich sehe keinen so großen Unterschied zwischen dem System von damals und in den 80er Jahren und heute. Ich sehe sehr wohl jedoch den Schaden, den das G8 anrichtet. Mit einer dramatischen Überbelastung der Lehrer, der Schüler, aber eben auch der Eltern. Weil du hast ja auch mit 17 oder 16, wie manche Leute mittlerweile schon so viel fertig sind, du hast ja keine Erfahrungen. Du hast keine Ahnung, was du machen willst. Du machst vielleicht erstmal ein Auslandsjahr, damit du eben reifer bist. Ich meine, du bist doch nicht reif genug für den Arbeitsmarkt mit 17. Für uns Schüler hat das G8 eigentlich kaum was gebracht. Wir haben weniger Freizeit, wir haben Nachmittagsunterricht, die Burnout-Rate ist angestiegen, die Lehrer müssen mehr arbeiten. Es hat viel zu viel Negatives mitgebracht und Vorteile können ja wirklich kaum Leute nennen. Was ich immer schwierig finde, ist, wenn etwas ad hoc passiert und ich glaube, das ist beim G8 passiert, dass man sich nicht die Zeit nimmt, etwas zu planen. Verblüfft hat mich die Ruhe, mit der das Ganze umgesetzt wurde. Das ist unglaublich gewesen. Wir hatten eine Vorbereitungszeit von etwa 8 Jahren, was sich zuerst mal viel anhört. Das war ein Hüftschuss, als damals Thüringen bei der PISA-Studie an Bayern vorbeigezogen ist und der damalige Ministerpräsident meinte, das kann doch nicht sein, dass ein Land aus dem Osten besser ist als Bayern. Das ist Britta Hundesrüge. Sie ist Reporterin bei Antenne Bayern und gestaltet dort das evangelische Programm. Sie ist außerdem Bildungsexpertin. War nichts anderes als ein Schnellschuss, der aus der Hüfte kam und völlig unüberlegt war. Wir haben in Thüringen schon immer G8 und Thüringen hat seit 2-3 Jahren Bayern überholt bei allen Tests und bei allen Studien und da muss ich sagen, so verkehrt kann das nicht sein. Also es hat damals ja mal geheißen, die Wirtschaft wollte gerne, dass die jungen Leute schneller in den Arbeitsmarkt kommen und dass es in anderen Ländern eben auch in 8 Schuljahren geht. Ich weiß nicht, warum G8 eingeführt wurde, weil ich sehe den Sinn nicht ganz, dass der Wirtschaft dann so viel bringt, dass wir ein Jahr früher fertig sind, weil mittlerweile macht jeder ein Auslandsjahr. Ich war bei der Entscheidung nicht da in diesem Hause.
Ich kann nicht beurteilen, was an Einflüssen möglicherweise in den einzelnen Ländern, es hatte nicht Bayern allein eingeführt, sondern es wurde ja deutschlandweit eingeführt, was damals mit noch von Einflusssphären von außerhalb mit da waren. Das ist Dr. Ludwig Unger. Er ist Pressesprecher des Bayerischen Kultusministeriums und vertritt es in publizistischer Hinsicht. Er hat Geschichte, Politikwissenschaft, Theologie, Volkskunde und Erwachsenenkunde studiert. Ein gebildeter Mann also. Ich glaube, es war damals europäischer Trend, dass man unbedingt auf 8 Jahre gehen wollte im Gymnasium. Man hat ganz wenig vom Lehrplan gestrichen. Man hat das meiste von den ursprünglich 13 Jahren genommen und hat einfach den Stoff von 13 Jahren in 12 verlagert. Bildung hat sich ja dadurch in Bayern nicht verbessert, sondern eher verschlechtert, weil man versucht hat, den Lernstoff von 9 Jahren jetzt in 8 Jahre zu pressen, ohne dabei Rücksicht zu nehmen, dass man vielleicht hier auch den Lerninhalt etwas entrümpelt hat. Warum man das gemacht hat und dann auch noch so schnell gemacht hat, war mit Sicherheit einer der ganz großen Fehler der damaligen Staatsregierung unter der CSU, die das also mit Gewalt eingeführt hat, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie man das dann in der Praxis umsetzen soll. Dann sind die Noten natürlich schlechter geworden. Man hat das zwar in späteren Jahren wirklich ausgewogen, indem man einfach die Abi-Bepunktung angehoben hat. Das heißt, für weniger Punkte bekommt man eine bessere Abiturnote und somit konnte man diesen Stand von 13 Jahren in den 12 Jahren halten. Es muss schon so sein, dass wir über Jahre hinweg gesehen etwa das gleiche Niveau natürlich haben. Ich glaube, diese Aufregung war groß damals und hat sich aber relativ schnell gelegt, als wir in der Regierung und natürlich in Verantwortung des Kultusministers nachweisen konnten, dass den Schülern, den Abiturienten, kein Nachteil entstehen würde. Und da fühlt man sich als Schüler schon ein bisschen beschissen. Ich meine, wenn das Staatsministerium die Abiturbepunktung anhebt, nur damit die Schnitte gleich bleiben, also ich denke, da fühlt man sich nicht wohl. Dann muss man schon den Stoff in so kurzer Zeit lernen. Und dann fallen auch noch so viele Stunden aus. Also wenn wir einen Lehrer haben, den unsere Klasse normalerweise auch hat, zum Beispiel unsere Italienischlehrerin, und die kommt dann rein, dann würde sie Unterricht machen. Aber sonst machen wir eigentlich nicht so viel. Also es gibt Lehrer, zum Beispiel Deutschlehrer sind da recht rigoros, die nehmen dann so Rechtschreib- und Grammatikblätter mit und dann machen wir das durch, aber eigentlich macht es eh keiner und Kommasetzung und dann ist das relativ egal, was du machst. Hauptsache, du machst es nicht, weil du keine Lust drauf hast, ehrlich gesagt. Und sonst, ja, es gibt auch viele Lehrer, die einfach sagen, ja, macht's, was ihr wollt, seid nur ein bisschen leiser, damit ich mein Zeugs machen kann. Oder man schaut eben Filme, man schaut sich die 120. Folge von den Simpsons an. Man macht eigentlich wirklich, man macht nichts. Denn die Schüler, die lernen ja meistens dann auch nicht in der Stunde. Sie tun eher so, als würden sie lernen, um eben die Zeit totzuschlagen. Es ist eher wie beim Nachmittagsklatsch, wo man einen Kaffee trinkt und dass eben der Kaffee fehlt und man sitzt einfach nur rum und wartet. Vertretungsstunden machen ohnehin keinen Sinn, weil Vertretungsstunden werden ab
abgehalten als Beschäftigungstherapie von Schülern, wo man entweder sagt, naja, ich setze mich hier jetzt mal her, ihr könnt ja in der Zeit schon mal eure Hausaufgaben machen, aber es findet dort keine inhaltliche Arbeit statt. Vom Kultusministerium wird jährlich eine Statistik zu den Vertretungsstunden und Entfallen veröffentlicht. Der Anteil an Entfallen liegt aktuell bei etwa 1,6%. Klingt das für dich realistisch? Das klingt für mich absolut nicht realistisch. Wir haben, glaube ich, mindestens jeden zweiten Tag eine Vertretungsstunde und mindestens 5-mal im Monat Entfall. Also die Zahlen sind sicher nicht richtig, weil wir haben echt fast jeden Tag eine Vertretungsstunde oder vielleicht sogar mehrere. Aber es gab oft Tage, wo ich in die Schule gekommen bin, es war eine Stunde vielleicht entfallen, drei vertreten und ich bin eigentlich nur für zwei Unterrichtsstunden in die Schule gekommen, weil, naja, blau machen ist ja eigentlich nicht so. Gut, machst du trotzdem jeder, aber nein, das klingt für mich absolut nicht realistisch. Die Reaktion sozusagen der Offiziellen, man versucht damit natürlich die Statistiken zu schönen, indem man alles tut, um die Schüler in der Schule zu halten und wenn es auch noch so sinnlos ist, die Beschäftigung, aber es zählt dann nicht als Ausfall. Ausfall ist wirklich nur definiert, wenn sie nach Hause gehen dürfen. Man deckt die ab mit Begriffen wie eigenverantwortliches Arbeiten, Vertretung ohne Lehrer. Ist Ihnen der Begriff Vertretung ohne Lehrer geläufig? Vertretung ohne Lehrer. Vertretung ohne Lehrer. Das erklären Sie mir erstmal. Vertretung ohne Lehrer ist ein Prinzip, in dem man eine Art Vertretungsstunde hat, nur dass kein Lehrer da ist, was sich irgendwie schon selbst widerspricht. Man muss sich als Schüler selbstständig darum kümmern, dass ein Klassenzimmer aufgesperrt ist. Und dann sitzt man in diesem Klassenzimmer und schlägt die Zeit tot. Es ist kein Lehrer da, es ist keine Aufsichtsperson da, es ist also auch keine Betreuungsstunde. Man sitzt in dieser Stunde einfach rum. Und das gibt es von der Unterstufe bis hin in die Oberstufe. Die Begriffe sind da unterschiedlich. Manchmal nennt man es Vertretung ohne Lehrer, manchmal nennt man es eigenverantwortliches Arbeiten. Drei Kinder, natürlich kenne ich das. Den Lehrermangel insbesondere bei den sogenannten Springern, das heißt diejenigen, die dann einspringen können, wenn ein Lehrer für das Hauptfach oder für das Fach krank ist und dann den Unterricht übernehmen sollen. Davon gibt es meiner Erfahrung nach deutlich zu wenige, die dann den Unterricht wahrnehmen können. Das heißt, der Unterricht findet dann ohne Lehrer statt, mit Selbstbeschäftigung der Schüler, eine nicht so besonders erfreuliche Situation. Was soll ich jetzt dazu sagen? Was Sie da verteilen? Ich kenne das Modell, also den Begriff Vertretung ohne Lehrer nicht. Es gibt, glaube ich, keinen Betrieb, auch keine Schule, an dem nicht jemand erkranken kann, an dem nicht jemand mal ausfällt. Das gilt bei der Bahn. Das Kultusministerium, da sitzen überwiegend Juristen und Lehrer. Und ich sage immer scherzhaft, gerade wenn Unterricht ausfällt und man sagt, wir haben zu wenig Lehrer, das Kultusministerium ist die größte mobile Reserve, die wir in Bayern haben. Und dann sollen auch die Lehrer, die dort verbeamtet sind und beschäftigt sind, dann sollen die doch an die Schulen gehen und dort Unterricht halten. Viele Lehrer schieben eben diese Problematik mit der Ausfallstatistik, mit den Stundenentfällen, mit den Vertretungsstunden, dass man nicht nach Hause gehen darf, auf den landesweiten bzw. bayerischen Elternverband. Der wäre dafür schuld, der hätte das gepusht, dass die Schüler länger in der Schule bleiben müssen, eine bestimmte Zahl, also an Stunden pro Tag erreicht werden muss. Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass sie nicht nach Hause gehen dürfen. Ich denke mal, da sind verschiedene Faktoren spielen eine Rolle. Zum einen, solange sie der Schulpflicht und vor allen Dingen der Aufsichtspflicht der Schule unterliegen, darf man sie nicht einfach nach Hause gehen lassen. Da müssen die Eltern zustimmen. Aber das ist nicht Sache eines Elternverbands, sondern das ist Sache ihrer persönlichen Eltern, ob die zustimmen, dass sie nach Hause gehen dürfen. Thank you.
Was ist die standardmäßige Bezeichnung für die Verschiebung der Normalparabel in x- oder y-Richtung? Weiß ich jetzt nicht. Nee, weiß ich nicht. Die kann ich ganz klassisch nicht beantworten. Da würde die Zeit jetzt auch viel zu lang sein. Aber ich wüsste zumindest, wo ich nachschaue. Bei uns gab es Formelsammlungen, kann man ja nachsehen. Und genauso würde ich es dann heute natürlich im Internet probieren. Frag mich nicht solche Sachen. Ich habe es wahrscheinlich vergessen. Ich bin Historiker, ich bin kein Mathematiker. Ich bin Grundschullehrer. Aber das sind ja auch auf die Schule gegangen. Ich bin auch auf die Schule gegangen, das stimmt. Aber das ist jetzt tatsächlich ein Thema, das würde ich nicht zur Allgemeinbildung zählen und von dem her muss ich passen. Warum wir das brauchen? Auf spontane Nachfrage erfahren wir nur Folgendes. Parabeln haben auf jeden Fall mehr Anwendungen als eure Filme. Aber wir müssen solches Wissen tagtäglich anwenden können. Wir müssen vom Platin-Katalysator über die Normalparabel und die Bioproteinsynthese alles wissen. Und man fragt sich als Schüler einfach, warum muss ich sowas wissen? Was ist der Sinn? Ich lerne doch hier nur für eine Schulaufgabe. Und wenn die Schulaufgabe vorbei ist, vergesse ich es wieder. Alles möglichst schnell rein und wieder raus und nach der Probe ist es wieder vorbei. Und dann kann man auf die nächste Probe lernen. Also doch, eigentlich hat mir die Schule schon ziemlich viel gelehrt. Aber halt irgendwie auch nichts. Das klingt so dumm, beziehungsweise es macht keinen Sinn, aber ich meine, ich weiß eigentlich, aus was eine Zelle besteht. Ich weiß, wie man in Mathe Schnittpunkte von Graphen ausrechnet. Ich weiß, wie man... Ja, okay, einen englischen Satz bildet, das ist echt wichtig. Ich weiß, wie man Latein übersetzt. Aber sonst, dass mir die Schule gelernt hat, was ich vor allem irgendwie täglich anwende, da fällt mir jetzt nicht viel ein, außer Englisch. Das ist ein großes Problem. Vor allen Dingen, es führt dazu, dass Schüler nicht motiviert sind, es zu lernen, weil die Schüler längst erkannt haben, dass das Quatsch ist, was sie dort auswendig lernen. Weil sie merken, ich habe da gar keinen persönlichen Nutzen von. Und ich bin doch als Mensch, egal ob ich erwachsen bin oder Schüler bin, nur dann bereit, etwas zu lernen, wenn ich selber für mich den Nutzen und die Sinnhaftigkeit darin erkenne. Und wenn ich etwas lernen soll, wo ich sage, das brauche ich mein Leben nicht, es interessiert mich auch nicht, es hat auch nichts mit allgemeinem Wissen zu tun. Warum soll ich mir das reinziehen? Wir als Elternverband und auch in der Presse wird oftmals vom Bulimie-Lernen gesprochen. Also reinpauken, wieder auskotzen, vergessen. Aber auch Mathematik kann man natürlich sehr praxisorientiert machen, wenn man da entsprechend aus dem Alltagsleben auch Beispiele mit schöpft. Da liegt es wirklich zentral am Lehrer, dass es möglichst dicht an den Menschen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch an Inhalt, was für den weiteren Weg trotzdem wichtig ist, dass hier die richtige Abwägung stattfindet. Naja, das Gymnasium bereitet ja auf die Universität vor und damit auf die Hochschulreife, also sprich die Studenten sollen hinterher in der Lage sein, die verschiedensten Studiengänge gut zu bewältigen. Mit den von der Schule erlernten Kompetenzen und dem Wissen würde ich, glaube ich, es nicht schaffen, auf eigenen Beinen zu stehen. Wieso kann ich denn nicht an realen Beispielen als Schüler lernen, wie ich lerne? Wieso muss ich denn die Bioproteinsynthese lernen? Wieso kann ich denn nicht irgendetwas lernen, wo ich später irgendwie einen Mehrwert davon habe? Das sind einfach die Interessen von Lobbygruppen. Das sind einfach Vertreter, die sagen, mein Fach ist besonders wichtig und ich möchte gerne, dass dieses Fach auch Einzug hält in diesen Bildungskanon. Das sind einfach Befindlichkeiten, würde ich es einfach mal ganz platt nennen, ohne wirklich zu überlegen, was macht tatsächlich Sinn. Und diese Befindlichkeit, die kommt natürlich aus der Politik heraus. Da sind Politiker, die eben Interessensvertreter bedienen müssen und meinen, naja, okay, also muss ich dieses Fach da auch noch reinnehmen. Anstatt zu sagen, nein, meine Interessensgruppe sind die Schüler und ich muss mich an den Bedürfnissen der Schüler orientieren und nicht an den Bedürfnissen von Verbänden und Lobbyeinrichtungen.
Ich glaube nicht, dass der Lernwille am Gymnasium unbedingt weniger wird, weil eigentlich hat man schon recht viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden bzw. Neues zu lernen, wenn man halt natürlich die Motivation hat, das zu tun. Aber ich glaube schon, dass eben gerade durch diese Sachen, zum Beispiel Religion, wenn man da was auswendig lernen muss oder was gibt es noch für Fächer, keine Ahnung, Musik, irgendwie irgendeinen Komponisten, wann der geboren und gestorben ist, wenn es jetzt nicht gerade Bach oder Beethoven oder Mozart ist, das ist dann einfach, man denkt sich einfach so, ja nee, warum soll ich das jetzt lernen? Das macht für mich keinen Sinn und das ist irgendwie halt einfach sinnlos. Und deswegen kann es schon gut sein, dass der Lernwille da irgendwie beeinflusst, also negativ beeinflusst wird. Da gerade Gymnasiasten natürlich nicht im Anschluss an normalerweise noch eine Berufsschule besuchen, werden sie dann, wenn sie dann ins Studium gehen und dann ins Berufsleben kommen, teilweise in die reale Welt entlassen und sind aber in manchen einfachen Dingen lebensunfähig. Und deshalb habe ich die Schule verlassen. Meine Traumvorstellung von Schule wäre tatsächlich eine längere gemeinsame Grundschulzeit. Nicht nur 1. bis 4. Klasse, sondern dass man es eventuell ausweitet auf 5. und 6. Klasse noch. Ein ideales Schulsystem schaut einfach, dass es nicht nur auf Auswendiglernen basiert, was ja bei uns gerade ziemlich der Fall ist. Und dass es ja nicht nur so um die Noten an sich geht, weil es ist ja mittlerweile nur noch so, es ist eigentlich egal, was du für Fähigkeiten hast, mehr oder weniger. Man schaut nur auf die Noten, so ja, die hat einen Schnitt von 1,5, okay, die darf jetzt studieren, die hat einen Schnitt von 2,2, die nicht. Und dass man vielleicht einfach schaut, dass man sozusagen nicht direkt mehr Persönlichkeit reinbringt, aber halt wirklich die Fähigkeiten sich genauer anschaut und eben nicht nur auf diese Zahlen schaut. Die Umsetzung. Das G8 war mit Sicherheit eine Katastrophe, hat die Schulen, die Eltern, die Kinder vor extreme Herausforderungen gestellt, die bis heute teilweise ungelöst sind. Sieht man auch daran, dass viele Schulen, viele Bundesländer darüber nachdenken, wieder zum G9 zurückzukehren. Ich halte das übrigens für eine richtige Entscheidung, den Lernstoff wieder etwas zu entzerren. Ich halte dieses Argument, dass man dadurch Lebenszeit oder Zeit verliert, für albern. Wie kann man nicht dann Zeit verlieren, wenn ich sie sinnvoll verbringe? Es spielt meiner Meinung nach keine Rolle, wie lange man für etwas braucht, sondern was man daraus macht. Ich würde mir zukünftig für unsere Schule oder für unser Schulbildungssystem wünschen, dass das dahin orientiert ist, dass die Schüler mehr mitnehmen aus dem Unterricht und dass es eben nicht nur so Frontalunterricht ist, sondern eben aktiver Unterricht beziehungsweise halt mit praktischen Übungen, weil sowas bleibt meiner Meinung nach wesentlich besser im Gedächtnis beziehungsweise ist wesentlich einfacher zu lernen und dass ja einfach, dass man auch den Schülern hilft, ihren Weg in die Arbeit zu finden. Beziehungsweise ins Studium, beziehungsweise halt einfach ins Erwachsenenleben. Ich glaube, man muss von diesem Fächerdenken wegkommen und nicht sagen, wir haben Wirtschaft und Recht, wir haben Sozialkunde, wir haben Geschichte, Sozialkunde. Ich bin der Meinung, wir müssen zu einem offeneren Lernsystem kommen. Auch den aktuellen Schulstoff kann man anschaulich aufbereiten. So ist vielleicht der Zellaufbau und Chlorophyll darin weniger spannend, aber wenn man erklärt, wieso Blätter grün sind, ab wann ein Sprung ins Wasser gefährlich ist, also lebensnahe Situation, dann interessiert es auch uns Schüler. Ich
in Bezug auf die Digitalisierung sehe ich momentan ein weitgehendes Totalversagen des deutschen Schulsystems, insbesondere aber auch in Bayern. Das mag rühmliche Ausnahmen geben, die sind aber so selten, dass sie kaum wahrnehmbar sind. Ja, im Lehrplan ist die Digitalisierung zwar schon integriert, und zwar, dass alle Fächer, das Internet, digitale Medien, Einsatz von Computern zwar vorsehen, das ist aber im Wesentlichen heute noch stark lehrerabhängig, stark schulabhängig und zwar von Eigeninitiativen. Das ist definitiv nicht der Weg, den wir gehen sollten. Ich glaube, dass wir bis dahin, das heißt die volle Integration digitaler Lerninhalte, dass digitales Lernen voll in den Unterricht integriert ist, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt ein Schulfach Medienkompetenz für alle Schülerinnen und Schüler ab der ersten Klasse dringend benötigen. Es geht darum, Kompetenz zu entwickeln, wie man mit neueren digitalen Medien, wie man mit dem Internet umgeht. Dazu gehört auch das, was man früher zum Beispiel auch im Deutschunterricht gelernt hat, dass man in einem Brockhaus nachschaut, dass man im Duden nachschaut, wie man eine Zeitung liest, dass auf Seite 4 zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung der Kommentar steht. Aber wie bewerte ich einen Artikel im Spiegel im Vergleich zu einem Artikel im Fokus? Das alles hat man im Deutschunterricht sehr wohl gelernt. Aber wie bewerte ich einen Wikipedia-Artikel? Wie überprüfe ich denn seine Glaubwürdigkeit? Um ein besseres System zu erreichen, sollten wir möglicherweise das am besten abschneidende Land betrachten. Finnland. Hier haben die Schüler die wenigsten Wochen Schulstunden und möglichst keine Hausaufgaben zu erledigen. Stattdessen werden wichtige Werte kombiniert mit Wissen gelehrt. Glücklich zu sein, ein glückliches Leben zu führen und gleichzeitig einander zu vertrauen. Uns wird davon fast nichts in der Schule gelehrt. Und der Erfolg gibt nun mal Finnland recht. Das Kultusministerium hat ja einige Veränderungen gemacht. Zum Beispiel wurde in den unteren Jahrgangsstufen Vertretung ohne Lehrer in eigenverantwortliches Arbeiten und die Hauptschule in Mittelschule umbenannt. Juli 2016. Gerüchten zufolge soll Ende der Legislaturperiode das G9 an bayerischen Schulen wieder eingeführt, das G8 zumindest teilweise abgeschafft und alles wieder umgestellt werden. Wie bei der Einführung des G8 will man dabei mit den unteren Jahrgangsstufen beginnen. Und natürlich wird dieses Mal alles besser werden. Mm-hmm.